Im letzten Video haben wir gezeigt, wie Spachtelkehlen aufgetragen werden. Auf diese Spachtelkehlen wird nun als zusätzliche Verstärkung Glasband geklebt. Das kann man entweder machen, wenn die Spachtelmasse noch feucht ist, wodurch eine gute chemische Verbindung entsteht. Oder man lässt die Spachtelkehlen aushärten und klebt das Glasband später auf. Der Vorteil dieser Variante ist, dass die Spachtelkehlen sauberer aussehen und dass der Arbeitsschritt dadurch für Hobbybootsbauer etwas weniger stressig ist. Diese Variante wollen wir in diesem Video vorstellen. Wichtig ist, dass die Spachtelkehlen angeschliffen werden, damit sich Glasband und Epoxidharz gut mechanisch auf der Spachtelkehle verankern können. Dazu kann man Schleifpapier mit 80er Körnung benutzen. Wir sättigen das Glasband schon mit Epoxidharz, bevor wir es auf die Spachtelkehlen auflegen. Häufig sieht man auch die Variante, dass das Glasband direkt auf den Spachtelkehlen mit Hilfe eines Pinsels eingestrichen wird. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Glasbänder glatter sind und weniger Lufteinschlüsse haben, wenn sie bereits vorher gesättigt werden. Dazu kann man nicht angedicktes Epoxidharz abschnittweise mit der Rolle auftragen und das Glasband nach und nach zusammenfalten. Auf diese Weise kann man alle Glasbänder vorbereiten. Wenn man einen entsprechend langsamen Härter benutzt, muss man nicht befürchten, dass das Epoxidharz zu schnell aushärtet. Dann wird das Glasband auf die Spachtelkehlen gelegt. Hier im Bild ist zu sehen, dass auf der Kielnaht bereits Glasband liegt. Das Glasband lässt sich recht einfach drapieren. Man kann es auch wieder von den Spachtelkehlen anheben, wenn man die Position nochmal korrigieren will. Dann wird es einfach mit den Fingern glatt gestrichen. In der Bug- und Heckspitze kann man ein kürzeres Glasband anflicken. Man sollte darauf achten, dass es sich um ein paar Zentimeter mit dem anschließenden Glasband überlappt. Auch hier kann man es wieder mit den Fingern andrücken und glatt streichen. Damit das Glasband wirklich glatt aufliegt, sollte man immer nur in eine Richtung streichen. Wenn dann alle Glasbänder aufliegen, wird der komplette Innenrumpf mit Epoxidharz versiegelt. Zuerst kann man mit einem Pinsel die Glasbänder einstreichen, dann die Balkwege. Für die größeren Flächen kann man eine Lackierwalze benutzen. Auf diese Weise kann man einen etwa 30 bis 40 cm langen Rumpfabschnitt bearbeiten. Danach kann man die feuchte Oberfläche noch ein wenig glätten. Dazu gibt es sogenannte Schlichtpinsel aus Schaumstoff. Wir improvisieren hier etwas, indem wir Schaumrollen, die einen Pappkern haben, auseinanderschneiden und eins dieser Teilstücke in eine kleine Federzwinge einspannen. Für Bug- und Heckspitze ist übrigens ein Heizkörperpinsel gut zum Tränken geeignet. So sieht der Innenrumpf jetzt aus. Durch die Versiegelung ist er also deutlich dunkler geworden und die Holzmaserung ist jetzt auch wesentlich kontrastreicher.